Und somit herzlichst willkommen zu meinem neuen Let's Play, nämlich Let's Play Age of Empires 1. Wie ihr seht, ist es eigentlich hergestellt oder kreiert worden von dem gleichen Studio wie Age of Mythology, nämlich dem, also ihr seht das jetzt gerade nicht, aber habt es vorher gesehen, von Ensemble Studios von Microsoft. Jedoch ist das Spiel etwas älter, wie ihr hier unten sehen könnt, ist es aus dem Jahre 1997, noch die Anfänge der Game-Industrie. Man sieht es auch ein wenig an der Grafik, obwohl ich muss sagen, mir gefällt es jetzt schon. Ich habe es vorher kurz angetestet und das muss ich jetzt auch sagen. Also eigentlich, ich erkläre euch gerade die ganze Geschichte, wie es eigentlich überhaupt dazu kam, dass ich jetzt das Let's Play, denn es war eigentlich mehr Zufall als mein Wille. Vor ein paar Monaten war ich auf eBay und wollte mir was holen. Und da habe ich einfach gerade zufällig gesehen, dass es Age of Empires Gold Edition auf Deutsch für 5 Euro gab. Das habe ich mir dann sofort ergattert und da wusste ich eigentlich schon, dass das das nächste Let's Play sein wird. Jedenfalls, ich habe es gestern erst installiert. Das heißt, ich habe es eigentlich noch gar nicht gespielt. Ich habe es ein wenig angetestet, ob alles läuft. Es lief nicht alles, also ich musste den gestrigen Abend damit verbringen, das Ganze zum Laufen zu bringen und filmen zu können und damit das alles klappt und so weiter und so fort. Jedenfalls, jetzt sollte es gehen, hoffe ich zumindest sehr. Eben, wie gesagt, ich habe es angetestet, aber grundsätzlich habe ich keinen blassen Schimmer, was mich erwartet. Vermutlich irgendetwas ähnliches wie Age of Mythology. Aber seid mir nicht böse, falls ich den einen oder den anderen Trick nicht kenne. Ihr könnt es natürlich gern mir Tipps geben in den Kommentaren, falls ihr das Game schon besser kennt. Vermutlich gibt es einige, die das Game schon besser kennen als ich. Und wir machen natürlich die Kampagne. Ja, wie ihr seht, da gibt es den Test, also für den Test. Aber wir machen natürlich einen neuen Spieler. Wir wissen ja, wie der heißen wird. Lord Neonio. Es gibt quasi 4 Kampagnen zu Ägypten, Griechenland, Babylon und Yamato-Königreich ist eigentlich Japan, soweit ich es verstanden habe. Wir beginnen natürlich mit Ägypten, denn soweit ich weiß, sind die Kampagnen von Ägypten sowas wie ein Tutorial. Ja, so viel weiß ich bereits. Wir machen es natürlich auf extrem schwierig, beziehungsweise ich versuche es zumindest, falls das nicht klappen sollte. Ich meine, ihr kennt mich, ich habe es bis jetzt irgendwie immer hingekriegt. Kann aber sein, dass das Spiel, es ist etwas älter, es kann gut sein, dass es auch deutlich schwieriger ist als das, was ich bis jetzt so ausprobiert habe. Daher könnte es sein, dann müsste ich eventuell zurückschrauben. Jedenfalls, ich versuche es vorerst mal auf extrem schwierig. Gut, ich glaube, wir starten mal. Und da kommt ein schönes Intro. So, wie ihr seht, gibt es recht viel Text als Information vor dem Beginn. Und da ich eine neugierige Person bin, werde ich es gerne vorlesen. Falls es euch stören sollte, könnt ihr gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben. Eben, falls ich jetzt von ein paar von euch lese in der nächsten Zeit. Also du, das musst du nicht alles vorlesen, das ist nicht so nötig. Kann ich natürlich das Ganze abändern oder gucken, wie es am optimalsten für alle sein wird. Ich persönlich bin halt eine neugierige Person, ich informiere mich gerne und wenn man mir schon da ein paar coole Informationen gibt, geschichtliche Informationen in diesem Fall, dann lese ich die natürlich gerne durch. Also, geschichtliche Anmerkungen zur Mission namens Die Jagd. Das Niltal wird schon seit Jahrmillionen wegen seines milden Klimas, des frischen Wassers und seiner Nähe zum afrikanischen Kontinent, auf dem sich die ersten Menschen entwickelten, vom Menschen bewohnt.
Jede Lebensform benötigt Wasser, sodass das Flusstal ein geeigneter Ort für die Jagd von Tieren und für das Sammeln von Pflanzen ist. Das Flussdelta ist besonders reich an Nahrungsmitteln. Es ist leicht, sich vorzustellen, dass die Völker entlang des Nils in der Steinzeit für die damalige Zeit ein bequemes Leben führten. Vor ungefähr 8000 Jahren war das Eis verschwunden und das Klima mit dem heutigen Klima vergleichbar. Die Jäger der Steinzeit teilten das Niltal mit einer Vielzahl von Wild. Zu dieser Zeit hatten unsere Vorfahren den Hund domestiziert und verwendeten Speere sowie primitive Bögen. Okay, also das Speer haben wir ja schon im Intro gesehen, also zum Ägypten quasi. Anweisungen, das war wahrscheinlich ganz wichtig für uns. Die Jagd, 8000 vor Christus, Szenarioanweisungen. Die Eiszeit ist vorüber, Pflanzen und Tiere sind dank des wärmeren Klimas im Überfluss vorhanden. Obwohl die technologischen Fertigkeiten ihres Stammes primitiv sind, sind sie ein ausgezeichneter Jäger. Errichten sie auf der Insel des Nildeltas ein kleines Dorf und vergrößern sie ihren Stamm auf 7 Mitglieder. Okay, somit haben wir auch schon das Ziel der Mission, also vergrößern sie ihren Stamm auf 7 Mitglieder. Nur dass jetzt die 7 eine Zahl ist, ne? Die Jagd. Dorf. Ah gut, das lese ich natürlich auch schnell durch. Die Jagd. Um einen Dorfbewohner jagen zu lassen, klicken Sie auf den Dorfbewohner und rechts klicken Sie dann auf das zu jagende Tier. Gut, das könnte sein, dass ich das noch hinkriegen würde, auch ohne die Anweisung. Wenn Sie zum Beispiel eine Gazelle jagen wollen, rechts klicken Sie darauf. Der Dorfbewohner jagt Tiere, sammelt Nahrungsmittel und bringt die Beute zum Dorfzentrum, wo sie ihre Vorräte hinzugefügt, wo sie ihren Vorräten hinzugefügt werden, wird die Beute, okay, ja gut, wird. Und dies wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Erschaffen von Dorfbewohnern? Oh ja, das wird jetzt interessant, ne? Dorfbewohner kosten 50 Nahrungseinheiten. Tja, und schon ist es nicht mehr so interessant. Um einen Dorfbewohner zu erschaffen, klicken Sie auf das Dorfzentrum und dann auf die Schaltfläche Dorfbewohner erschaffen am unteren Rand des Bildschirms. Nach einer kurzen Ausbildungsphase erscheint der Dorfbewohner neben dem Dorfzentrum. Gut, ich schätze mal, zurzeit sind die Anweisungen etwas sehr tutorialmäßig. Ich nehme jetzt mal an, später wird es etwas interessanter. Bauen von Häusern. Häuser kosten 30 Holzeinheiten. Jedes Haus kann 4 Dorfbewohner beherbergen. Das Dorfzentrum kann ebenfalls 4 Dorfbewohner beherbergen. Gut, das war hingegen wichtig zu wissen. Um ein Haus zu bauen, klicken Sie auf einen Dorfbewohner, dann auf die Schaltfläche Bauen am unteren Rand des Bildschirms. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Haus bauen und schließlich auf eine Stelle auf der Landkarte. Das Haus wird in Rot dargestellt, wenn Sie an einer bestimmten Stelle nicht bauen können. Um diese Anweisungen während des Spiels anzuzeigen, klicken Sie auf der Menüleiste auf die Schaltfläche Menü und dann auf Szenarioanweisungen. Weitere Hinweise zur Erfüllung der Mission finden Sie unter Hinweise. Gut, die lesen wir auch noch kurz durch. Ich meine, ich habe mich schon durch das Ganze durchgekämpft. Sie müssen Gazellen jagen, um ihren Nahrungsvorrat zum Erschaffen von Bewohnern zu vergrößern. Da ihre Bevölkerung wächst, müssen sie vor dem Erschaffen neuer Dorfbewohner Häuser bauen. Dorfbewohner können Gazellen einkreisen und sie vor der Jagd näher zum Dorfzentrum treiben. Dies verringert die Entfernung, die die Dorfbewohner überbrücken müssen, um das Fleisch dort bei den Vorräten zu lagern. Okay, das ist aber cool. Interessant. Also es gibt da einige taktische Möglichkeiten, obwohl das Spiel ja wie gesagt aus 1997 stammt. Fleisch von gejagten Tieren verdirbt mit der Zeit, daher ist es sinnvoll, mehrere Dorfbewohner zum Eisensammeln des erlegten Fleisches einzusetzen. Vorausgesetzt man hat mehrere. Achten Sie auf Alligatoren. Sie fressen gern unachtsame Dorfbewohner, die sich nahe am Ufer bewegen. Alligatoren können gejagt werden und dienen wie Gazellen als Nahrungsquelle. So viel zu den Hinweisen. Und wir starten mal. Gut, ich nehme jetzt mal an, das ist ein Dorfbewohner. Und da haben wir eine Gazelle. Dann versuchen wir gerade den Tipp auch schon aus. Nein, wir brauchen kein Holz. Na gut, du sollst sie auch noch treffen. Perfekt. Cool. Okay, also das kann man wirklich machen. Das finde ich gerade cool. Haben wir schon die ersten taktischen
Ach Gott, ich weiß doch nicht. Haben schon die ersten taktischen Vorteile ausgenutzt von diesem Spiel? So, also 50 kostet ein Dorfbewohner. Wir haben inzwischen schon 40. Zurzeit habe ich das Gefühl, ja, ich glaube, es ist etwas langsamer als Age of Mythology. Und das finde ich eigentlich cool, denn das ist gut für einen langsamen Spieler wie mich. So habe ich bessere Chancen, gerade auf sehr schwierig, doch noch zu überleben. Dann wird der erste Dorfbewohner hergestellt. Also der erste, der hergestellt wird. Ich meine, einen haben wir ja schon. Mein erster Dorfbewohner in Age of Empires 1. Wow. Seid ihr alle gespannt drauf? Naja, aber ich muss sagen, die Grafik, wie gesagt, es sieht schon etwas älter aus. Natürlich, es ist auch aus 1997. Aber obwohl es etwas älter ist, sieht es doch noch recht cool aus. Also, ja, lässt sich doch blicken. Und eigentlich mag ich die Grafik schon noch recht. Es ist einfach so ein Retro-Stil. Alt, cool, chillig, man muss nicht stressen. Die Geschwindigkeit ist angenehm. Zugegeben, vermutlich anfangs etwas langsam, aber hey, wir haben ja sonst genügend Stress im Alltag. Wir können uns genauso gut einfach mal zurücklehnen und das hier genießen. Wie zwei Dorfbewohner an der Gazelle herumschneiden. So, und schon gibt es den dritten. Oder die dritte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es Dorfbewohnerinnen hat. In Age of Mythology gab es ja welche. Aber damals gab es ja auch schon sehr viel Emanzipation in der Welt. Die ersten drei sind jedenfalls Männer. Jetzt könnte ich natürlich fies sein und sagen, ja, die Frauen sind halt zu Hause, ne, und die sind da mit den Kindern und so. Das mache ich jetzt nicht. Okay, Leute. Suchen wir uns. Ich sehe da schon die nächste Gazelle. Wir müssen es umkreisen und zum Dorfzentrum jagen. Okay, es ist etwas weiter weg vom Dorfzentrum als geplant, aber naja, immerhin etwas. Oh cool, die Leiche verschwindet langsam. Jetzt sieht man nur noch den. Wir haben es gerade vorher gesehen, also als ich es angeklickt habe, wurde aus einer Leiche nur noch Knochen. Cool. Man sieht auch noch den Schatten von Bäumen. Ich meine, das ist ja von 1997. Ich weiß nicht. Ich hätte gesagt, das ist noch recht Hightech für die damalige Zeit. Obwohl, keine Ahnung, ich war damals noch recht jung und nicht wirklich ein Gamer zu der Zeit. Ja, man sieht, da wird das so. Nee, ich finde es cool. Es sieht wirklich cool aus. Ich muss sagen, ich bin wirklich gerade Fan vom Age of Empires 1 geworden. Ich finde das jetzt hammermäßig. Wir sind schon da. Unser Jäger kann auch angreifen mit 4. Also mit 4 Schaden, nehme ich jetzt mal an. Vermutlich werden wir Krieger haben, die etwas besser drauf sind als unsere Dorfbewohner. Aber trotzdem gut zu wissen, dass sie nicht ganz hilflos in der Gegend herumlaufen. Gut, sie haben ja auch ihre Speere und ihre Messerchen da. Sehr gut. Oh, sie müssen Häuser bauen. Gut. Dann bauen wir mal ein Haus. Jetzt habe ich das ganz vergessen. Jetzt bauen wir schon unser erstes Haus. Cool, noch diese Prozentanzeige mit einer alten Sandur. Ah, das finde ich wirklich genial, das Spiel. Ich bin jetzt schon Fan davon. Ich finde sie jetzt schon einfach hammermäßig. Okay. Hier geht jetzt auf die nächste Jagd. Aber jetzt treiben wir mal das Wild. Genau. So ist es gut.
Perfekt. So, wir sollten 7 Dorfbewohner haben. Der fünfte ist schon unterwegs. Ja, ich glaube, diese Gazelle wird dann reichen. Hoffe ich zumindest. Und sonst jagen wir noch eine. Cool, da hat es noch ein schönes Feuer vor der Hütte. Und gerade den nächsten Dorfbewohner auch noch dazu. Oh, wartet mal. Ja, das habe ich richtig gesehen. Das heißt, wenn wir die Hütte anklicken, da sehen wir, wie viel Bevölkerung das wir haben können und wie viel wir schon haben. Das ist auch cool. Gut zu wissen, dass ich dafür das Haus anklicken muss. Denn ich bin es mir ja gewohnt, dass nebendran eine Leiste ist. Oh, was ist das denn Cooles? Ah, no, das brauchen wir nicht. Oh, wir können gerade noch einen machen. Okay, und das wäre auch schon der siebte. Also wir sind jetzt dann gleich fertig in etwa 50%. Ah, das finde ich jetzt wirklich cool. Cool. Ich freue mich, Leute. Sie haben gewonnen. Und ein schöner Trommelschlag. Geschichtlicher Ausgang. Die Jagd entlang des Nils war stets erfolgreich und die Einwohner der Region lebten gut. Die Bevölkerungsdichte nahm zu und die Menschen erlebten einen Aufschwung. Der kleine ägyptische Stamm hatte seine erste Hürde auf dem Weg zu einem mächtigen Königreich überwunden. Tja, cool. Da. Okay, cool. Das war die erste Mission mit dem Intro. Ich muss sagen, ich liebe das Spiel jetzt schon und ich freue mich so richtig weiterzumachen. Hoffentlich freut ihr euch auch auf die nächste Folge und in diesem Fall sehen wir uns auch bei der nächsten Folge, falls ihr reinschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.